Und über diese Debatte möchte ich weitersprechen mit dem Publizisten Professor Michael Friedmann, mir nun zugeschaltet. Vielen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag. Ja, die Inschrift, sie soll laut Claudia Roth andere Religionen ausschließen. Sie selber sind Jude. Fühlen Sie sich ausgeschlossen? Sagen wir es mal anders. Die Tradition des Christentums, das ja in den Jahrhunderten, und das ist ja eine historische Inschrift, zu sehr viel Unglück gebracht hat. Es waren die Religionskriege, es waren Missionskriege, es waren Kriege, die gekoppelt waren zwischen der religiösen Macht und der weltlichen Macht. All diese Dinge sind historisch ja nicht unbelastet. Und so gesehen, wenn wir die moderne Bundesrepublik von heute sehen, ein Teil der bundesrepublikanischen Bürger und Bürgerinnen gehören überhaupt keine Religionsgemeinschaft mehr an. Sie haben es angesprochen, es gibt eine jüdische deutsche Community, es gibt eine islamische, es gibt auch noch ganz andere Religionen. Und in unserer Gegenwart jedenfalls repräsentiert diese Inschrift nicht mehr die kulturelle und religionskulturelle Vielfalt, in der wir heute leben. Und noch etwas ist hinzuzufügen, nämlich, dass letztendlich die Debatte darüber, dass wenn denn dann, und darüber muss man auch streiten, Europa ein christliches Abendland war, ein Narrativ, das gerade in der Frage, als die Flüchtlinge zu uns gekommen sind, sehr oft erzählt wurde, ob das überhaupt stimmt. Was war Europa? Nehmen Sie einfach auch die Türkei und das Osmanische Reich. Und wie weit wir das heute als eine Identität im religiösen Raum sehen, aber nicht mehr die einzige, vor allen Dingen nicht mehr die beherrschende. Und das ist der Unterschied zu der Zeit, über die wir reden. Wir sind heute eine Demokratie und die Trennung von Religion und weltliche Macht ist ein Bestandteil unserer Identität. Also darüber zu diskutieren, finde ich erst einmal eine ganz großartige Situation, dass wir darüber nicht schon vorher diskutiert haben, sehen wir, was wir versäumt haben. Zu welchen Lösungen, zu welchen Ideen wir kommen, ist eine zweite Frage. Dass wir aber überhaupt die Selbstverständlichkeiten in Anführungsstrichen auflösen, ist, wie ich finde, eine konstruktive Debatte. Jetzt steht aber auch Claudia Roth als Person in dieser Debatte, vor allem in der Kritik. Unter anderem hat beispielsweise CDU-Politiker Christoph Ploss gesagt, sie verdrängt das Christentum, während sie Antisemitismus auf der Documenta toleriert. Glauben Sie, dass es bei dieser Diskussion also am Ende fast gar nicht um die Inschrift geht, sondern bei den meisten um die Person Claudia Roth, dass diese jetzt, man kann fast sagen, scheinheilig agiert? Also man muss jetzt mal dann doch deutlich widersprechen. Claudia Roth hat, wenn sie diese Diskussion führt, eine wichtige angeregt. Und ich glaube, dass Scheinheiligkeit da auch der falsche Begriff ist. Bei der Documenta haben viele versagt. Viele. Und wenn ich einem CDU-Politiker das sagen höre, dann würde ich daran erinnern wollen, dass im Land Hessen immerhin eine der Gesellschafter dieser Documenta ein CDU-Ministerpräsident ist, von dem wir auch nicht sehr viel gehört haben. Im Prinzip haben bei der Documenta alle Verantwortlichen versagt, sowohl die Landesregierung, die Eigentümerin ist, mit der Stadt, die auch Eigentümerin ist, als auch die Frage sehr berechtigt zu stellen, ob Claudia Roth in ihrer Funktion alles optimal gemacht hat oder nicht. Nur beides zu vermischen, ist genau das, was man nicht tun sollte, weil damit spielt man ja wieder Religionsfragen gegeneinander. Das, worum es letztendlich geht, ist, dass wir hier eine offene Debatte führen. Und die offene Debatte ist aufgrund dieses Anreizes zu stellen. Und man muss auch bei der CDU zur Kenntnis nehmen, dass die Multikulturalität auch der Religionen ein Bestandteil dieser wunderbaren pluralen Gesellschaft ist, in der wir leben. Und dass man das Christentum hinterfragen muss, darf. Und aufgrund dieses Anlasses eine Diskussion begonnen hat, ist nun wirklich etwas, was man eher begrüßen als verdrängen sollte. Herr Friedmann, ich würde gerne dann noch auf eine andere Diskussion blicken. Gerade hier in Berlin ein großes Thema, die letzte Generation, die sich für den Klimaschutz, gegen den Klimawandel einsetzt, dabei aber immer radikaler in ihrem Protest wird. Nun ist eine Radfahrerin für Hirntod erklärt worden, der bei einem Unfall erst mit viel Verspätung geholfen werden konnte. Was würden Sie den Anhängern der letzten Generation aktuell sagen?
Ich würde erstens sagen, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst werden müssen. Zweitens, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und drittens bedeutet der Rechtsstaat, dass man Eigentum oder die Freiheit der Menschen, das wäre die Nötigung durch solche Sitzblockaden oder deren Gesundheit nicht gefährden darf, für welches Ziel auch immer. Und so sehr ein Ziel legitim sein kann, und das ist ja unstreitig, dass die Frage der Natur und der Umwelt eines der großen Ziele ist, so sehr das Ziel richtig ist, heiligt es nicht die Mittel, die verwendet werden. Im Gegenteil. Ich glaube, dass man sich damit eigentlich wenig Sympathien holt. Und es gibt ja nicht nur diesen tragischen, furchtbaren Todesfall, sondern eben seit Wochen werden Sachbeschädigungen, Nötigungen als Instrument der Demonstration gewählt. Wir sind hier nicht im Widerstand. Wir sind in einem demokratischen Rechtsstaat. Jedes Engagement ist gewünscht, jede Demonstration ist gewünscht, jeder kreative Protest ist mehr als noch erwünscht. Aber das ist weder kreativ, noch ist es ein demokratischer, sondern es spielt hier sogar mit dem Leben von Menschen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir ja in der Hate Speech und in der Shitstorm-Debatte mittlerweile erleben. Es ist nicht machbar, dass wir eine Protestform wählen, die letztendlich die wichtigste Aussage unseres Grundgesetzes in Frage stellt, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, das Leben ist unantastbar. Und wer Kunst gegen Umwelt ausspielt, verliert unter Umständen beides. Michel Friedmann, vielen herzlichen Dank für diese klaren Worte zu zwei Debatten, die hier in Berlin und in ganz Deutschland aktuell geführt werden. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen.